Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2022 oder F1 22 in der Coop Season. Wir sind wieder mal einmal mit zurück. Wir gehen jetzt nach Austin an United States Grand Prix nach Texas. Und ja, wir schauen mal, was wir dort können reissen können. Ich bin gespannt. Die Strecke, muss ich ehrlich sagen, mir liegt sie noch so lala. Ich glaube, du wirst ein bisschen mehr Struggle haben mit deinem Controller. Und, by the way, falls man den Schubs nicht wahnsinnig gut gehört, sein Mikrofon ist leider kaputt gegangen. Er ist jetzt mit dem Headset am Labern. Also für eine Episode oder zwei Episoden wird das jetzt sicher nicht so tragisch sein. Das werden wir sicher überleben. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, das ist nicht für immer so. Und ja, ich weiß nicht, was ist letztes Mal passiert in Japan? Also, wir, ja, der Chemiebrand haben wir gehabt. Der Chemiebrand. Zuzüglich zu genialen Crash an der genau gleichen Stelle zur genau gleichen Zeit mit Brake-Testing von Leclerc. Und, wie ihr vielleicht bei meinem Bildschirm gesehen, falls es reinschneidet, und zwischen bei dir, wenn du jetzt drauf gehst, fucking Regelwerk ändern. Änderungen. So, da wird es natürlich fleissig investiert von uns, auch wenn es keinen Sinn macht. Naja. Also, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir machen keine weitere Season, weil einerseits sind wir jetzt im Jahr 2023, also wir haben jetzt, wenn wir das aufnehmen, der 22.02. Also das neue F1-Game ist jetzt zwar noch nicht gerade um die Ecke, aber es ist schon näher am Ecke als auch schon. Und dementsprechend werden wir jetzt einfach nur eine Season durchziehen und dann nachher keine weitere machen. Und mal schauen, ob wir dann nachher vielleicht nochmal eine neue Coop-Season machen im neuen Game dann. Man muss einfach auch sagen, dass jetzt auch jetzt inzwischen beim Schubs auch so angekommen ist, dass das Game ein bisschen ausgelutscht ist. Er hat ja noch eine Weile lang recht gesuchtet gehabt, wo ich auch schon gesagt habe, ich finde es immer so nice. Aber eben, es ist halt, ja, es, man merkt halt schon, es ist halt nicht so eins von den guten F1-Games, die sie rausgehauen haben. Also, finde ich jetzt. Aber ja, mal schauen, wie es nächstes Jahr wird dann, oder im nächstjährigen Game, oder 2023, wir haben schon 2023. Es kommt ja aber, und das haben wir ja gesagt, wir wollen wieder versuchen, mit dem Podcast durchzustarten, also gerne mal auf Spotify oder Apple Music oder Google Podcast, wer auch immer dort drauf lässt, das mal reinlassen, wenn ihr Bock habt. Den Link von Spotify findet ihr schon mal unten in der Videobeschreibung, der ist immer drin. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug lang gelabert. Dann legen wir los, wir gehen nach Austin und wir sehen uns dann wie immer im Quali-Line. Bis dann, macht's gut. Let's go. Let's go. So, herzlich willkommen zurück zum Quali-Line hier in den USA. Genau, in den USA. Der Fred Wasser gibt mir hier noch die letzten Anweisungen. Und ja, wir starten in das Qualifying, wo wir ehrlich gesagt, also wo ich jetzt aber nicht weiss, wie gut dass ich mit abschneiden will. Das Auto fährt nicht so geil da drauf. Ja, und also untersteuere immer, also anders zieht des Todes wieder. Ja, keine Trainingseinheit geschafft, wobei spielt auch nicht so eine Rolle, dass wir Ressourcenpunkte sammeln, weil eben, wir dürfen ja eigentlich eh nicht mehr gross weiterentwickeln oder können auch nicht mehr gross weiterentwickeln. Ja, mal schauen, wie es wird. Ich fahre mal raus. Bei dir ist eigentlich gut gegangen, Training. Ich weiß gar nicht, der Yuki hat die Track, gell? Ja, genau. Ja, ich habe den üblichen gemacht. Habe ich das Mikrofon überhaupt da? Okay, ja gut. ich tue immer halt meine Reifen richtig schikanieren, mache dann Race Strategy und ich habe tatsächlich in der nächsten Runde 70% auf dem Hinterreifen gehabt. Also könnt ihr euch etwas vorstellen, wie schnell das ich war und dann hat der Yuki das Gefühl gehabt, muss mich in den Essen überholen. Somit konnte ich das Race Strategy nicht fertig machen. Aber Sun Protection. Sun Protection. War schon besser gesehen als. Oh no, the tank's pretty much empty. Ah, du warst verarschen. Ich hatte 8 Zettel draussen, Mann. Und jetzt habe ich mir einen kleinen Fehler erlaubt und gerade 4 Zettel wieder weg. Ja, du, nicht schlecht. Dritter Platz. Ach, Mann, leck mich, Alter. Auf 5 oder 6 Zettel bin ich schneller gewesen. Letzte Kurve alles versaut. Ja. Hey,
it's time to take a look at our starting grid for today's race. An immense lap from Carlos Sainz yesterday puts him in pole position, with Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Perez, Yuki Tsunoda, and Hamilton. Shepherd, Russell, Fernando Alonso, and Lando Norris. Bottas, Ricciardo, Esteban Ocon, and Vettel. The Rainmaster, Stroll, Alex Albon, and Nicholas Latifi. Magnussen, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Mick Schumacher. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. And a warm welcome to Natalie Pink. Schon klar, bin ich nicht so wahnsinnig schnell gewesen, aber ich heiße ja The Rainmaster, weißt du? The Rainmaster, das hat mich gerade schon ein bisschen gemüpft. Aber was mich richtig aufgeregt hat, ist, dass genau zwischen mir und dem Yuki noch zwei fucking Mercedes gekommen sind. Oder ist nur der Lewis gewesen? Ich weiß nicht einmal. Nein, ich glaube, es ist nur einer gewesen, ich meine. Jetzt haben wir eh noch Warm-up, ja. Das vergesse ich immer wieder. Ach Gott, ja, sag nicht. So. Efeu lassen. Nein! Ah doch. Ich habe schon gedacht, dass es nicht grün geworden ist. Wir werden es einfach runterzählen. Hey! Was soll das? Ja, der hat den falschen Knopf gedrückt, da kann die Handbremse drücken. Da ist das Game. Rusl, lass mich hören. So, jetzt ist es sicher warm. Ich habe einen Burnout gemacht. Also, einen Donut gemacht. Boah, jetzt bin ich verschockt, weil der Leclerc um mich durchgefahren ist. Perfekt gestoppt, oder? Wir können nein, ich nur grün. Ich habe leider nur grün geschafft. Ich habe lila. Let's go. Jetzt hoffentlich kann ich noch starten in dem Game. Ich verliere gerade mein Frontflügel. Spin. Oh, ja, sehr guter Start. Aber ich bin aussen. Ich bin auf dem Kerb! Oh mein Gott, hätte ich wieder früher Bremsdaten. Zum Glück ist die Strecke so breit. Alter, P8. P5. Nach einer Kurve von P16 auf P8. Frech. Jetzt hat es mich fast dreht vor. Oh! Alter, oh nein! No! Nein! Alter, das ist der Nimmer! Ja! Nein! Du bist eben vor mir mit dem Russell oder Hamilton ist hinter dir, glaube ich. Ja. Und dann nachher bist du eben ein bisschen weit draußen gewesen und hast so reingezogen und dann Hamilton Huren abbremst und ich bin aufs und bin dann wieder ein bisschen zu viel aufs Gas gegangen. Es war mein Fehler gewesen, aber. Oh, Mann, ich wollte auf meine Racing Line zurückgehen und bin mir nicht sicher, ob der Hamilton etwas versucht oder nicht. Oh, ich bin schneller als der. Alter, ich habe so eine gute Car. Virtuell, ja. VSC, ja. Safety Car! Jetzt ist Full Safety Car, lol. Ja, fuck, was mach ich jetzt? Arzt. Ich weiß nicht. Ja gut, eine Position, hä? Hast du mal bekommen? Ja, wenn ich 5 Sekunden hinterher komme. Restart, willst du vergamen? Ja! Oh mein Gott! Ja, das war natürlich gar nicht geil von ihm. Ich bin noch mit tiefen Gear rein. Geil, wir sind konzentrationiert. Gott, muss ich früh bremsen ab denen. Genug, warte Reifen. Nein. Lo, was macht der Hemmel? Der ist mit uns sehr schön, sehr schön. Das könnte Position. Was? Alter, 13 Sekunden. Oh. Nein, 3 Sekunden ist gestanden. Nein, ich habe 13. Warte. Ah, dann kannst du das Game. Du haltest dazu noch? Warte noch. Hä, wieso 13? Ich habe mehrere Penalties bekommen. Auf welche Ja, warte, ich schaue.
Race Director. Ich hasse das Game. Oh, Alter! Also, Multiple du, warnings. Hast, du hast eine 10 Sekunden Penalty bekommen für Cutting Corners. Also Corner Cutting. und dann hast du nochmal ja, mehrere Verwarnungen. Hast du auch nochmal 3 Sekunden bekommen. Ah, das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Alter, einfach so 13 Sekunden. Allem, das ist einfach. Ich kann nicht einmal. Ja, und ich kann nicht einmal auf Glück gegangen schauen. Ich kann nicht einmal eine Verwarnung haben. Jawohl, guter Bub, guter Bub. Machst du gut. Hat aber der Max ein bisschen davor. Naja, ich kann mich ein bisschen battlen gegen Hamilton. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen Slipstream von ihm bekomme. Jetzt kann ich ja davor fahren. Er bremst sich für den aus. Ja, ich glaube es eben auch. Bis jetzt bremst er mich aus. Oh, da kommt fucking der Cut jetzt. Ja, weil. 3 Sekunden für alle! Ja, ich bin jetzt sehr gelaufen. Alter! Schieß doch noch gerade einen ab. Da, der Verstappen. Weg mit dem. Weg mit Ferrari. El Plan. El Plan. Verstappen zweiter. Stimmt. Das ist Red Bull Taktik. 2-3 Sekunden. Wow, weißt du, das Game muss eben wirklich alles wegnehmen, was Spass macht. Das ist nicht normal. Ja gut, ich retire. Verdammter Rotz, Mann. Hat der Championship gewonnen? Ah ja, Leclerc. Ja, dann Gratulation geht aus an Leclerc. Immerhin hast du es virtuell geschafft. Ja. Warum so früh schon? Nicht schlecht. Ja gut, wahrscheinlich muss mir Ferrari gratulieren mit guter Strategie. Ja, auf jeden Fall. Aber hättest du vielleicht den Sainz abgeschossen und nicht den Leclerc, dann nachher wäre er nicht Champion geworden. Ja. Oh Mann, ey. Nein, dass ich dich da rausgefragt habe am Anfang. Das war so behindert. Scheiß 13 Sekunden, Mann. So gut, ey. ich hab's schon lustig gefunden, ehrlich gesagt. Ja, du schon, ja. Das glaube ich dir. So zu schauen, jetzt lustig aus dem TV. So, what the fuck? Bro, ich bin so voll, du siehst wahrscheinlich auch in der Kamera, ich bin so voll am Träumen, so, boah, das könnte P4-Finish geben, wenn der Perez noch draußen bleibt. 13 Sekunden! Die Scheiße, Mann. Oh, ich bin einfach froh, wenn wo wieder Autos kommen in das Game rein, wo gute Grip haben. Fahrbar sind. Sonst machen wir eine Formel 2 Season. Die sind fahrbar. Die sind wirklich fahrbar, das ist so, ja. Das ist wirklich so. Ja, also, da würde ich mal sagen, was war mit der heutigen Episode F1 2022. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, dann würden wir uns natürlich immer über eine Bewertung freuen. Sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen würdet. Und tschüss, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode in Mexiko. Und bis dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag und macht es gut. Ciao! Papa!